Hi Leute, ich bin's, euer Jack Hayes. Special C-Update von einer Serie, die ich vergessen hatte im normalen Update. Deswegen mache ich jetzt ein kleines Special. Ihr seht ja, dass ich sehr viele hier habe. Ja, ich beginne auch gleich. Es ist nämlich Special CSI-Update, die Serie. Das ist das Urgestein der CSI-Serie mit Grissom und allen coolen Charakteren. Das ist damals die komplette Season 1, die limitierte Sonderedition gewesen, habe ich damals für den 10er mitgenommen. Die erste komplette Staffel mit den Episoden 1 bis 23 ab 16. Ein paar Specials gibt es auch eben hinter den Kulissen. Und ja, ist eine ziemlich coole Serie. Ich bin ja ein sehr großer CSI-Fan. Ja, also das ist jetzt sozusagen der Ursprung allen CSI-Übels, sage ich jetzt mal so. Macht mir sehr viel Spaß. Dann kommen wir zu einem Film. Ja, zu einem Film, sage ich mal. Directed Quentin Tarantino. Das ist der Film Grabesstille, der auch wirklich in kompletter Spielfilmlänge läuft. Sehr geil. Auch hier der wieder ab 16. Man kann davon ausgehen, dass sehr viele CSIs immer ab 16 sind. Viele. Und deswegen, der Film macht mir sehr viel Spaß. Den hatte ich damals beim Fernsehen mir aufgezeichnet. Jetzt habe ich ihn original. Freue ich mich sehr. Habe ich. Vor allen Dingen das Geile ist dann noch hier mit schön mit rotem Wendecover auch noch. Bleib aber hier bei dem normalen hier. Und dann hier natürlich noch so diese Chapter-Übersicht. Und ja, also der Film ist sehr cool, macht auch sehr viel Spaß, ist sehr spannend. Und Entschuldigung. Ja, also macht mir sehr viel Spaß. Man kann davon ausgehen, dass alle CSI-Teile wirklich mir sehr viel großen Spaß machen. Und vor allen Dingen diese Staffel hier. CSI Miami. Genauso wie bei der Originalen ist das so eine limitierte Sonderauflage gewesen mit allen Folgen. Hier komplette Staffel 1 bis 24. Auch den hier damals für einen 10er bekommen. Leicht geschnitten. Zwar, aber trotzdem ist mir scheißegal. Serie ist einfach der Hammer. Und entgegen vieler Kritiken oder vielen Hass, ich liebe CSI, man. Das ist das Coolste von allen. CSI 1, also dieses Las Vegas, ist auch sehr cool. Miami finde ich noch cooler. Nur New York finde ich ein bisschen schwach. Trotzdem gefällt mir diese Staffel sehr. Hier. So, ja, und wenn ich schon erste Staffel habe, dann auch die zweite Staffel, dritte Staffel, vierte Staffel, fünfte Staffel, fünfte Staffel. Sechste Staffel und die siebte Staffel. Und ich werde mir auch auf jeden Fall auch noch die achte, ich werde mir noch alle Staffeln hier von Miami holen. Angeblich soll es ja irgendwie jetzt eingestampft werden in Amerika, da die nicht mehr so viel Zuschauer bringt. Ich finde es sehr schade, weil Miami ist wirklich die beste Serie noch, muss ich ehrlich sagen. Mit Las Vegas. Aber New York. Und ja, also komplette CSI Miami Staffel plus noch eben dann noch das hier, das Original und der Film ist eine richtig coole. Ja, ist eine richtig schöne Compilation. Und hier von normal CSI werde ich mir auch noch alle Staffeln holen. Oder will ich mir noch. Auch wenn ich da nicht so auf dem aktuellsten Stand bin.
Ja. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht fleißig Kommentare, was haltet ihr von CSI Miami? Schreibt mir Kommentare unten rein. Und ja, bis dann und bis zum D-Update.